Mit Liedern von Paul Gerhardt durch die Passionszeit. Heute befiehl du deine Wege. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herren musst du trauen, wenn's dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Paul Gerhardt schreibt dieses Lied vor fast 400 Jahren. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Es ist ein Lied voller Vertrauen auf Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das Lied ist auch literarisch ein kleines Kunstwerk. Wenn man sich die Anfänge der Verse anguckt, immer das erste oder die ersten beiden Worte nimmt, dann ergibt sich dadurch ein Vers aus Psalm 37. Befiehl du deine Wege, dem Herrn musst du trauen, dein ewig Treu und Gnade. Und so ergeben diese Anfänge dann, befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Wenn man sich einlässt auf dieses Lied, dann merkt man, das hat einer geschrieben, der hat Erfahrungen gemacht im Leben und im Glauben. Die Glaubenssätze, die hier formuliert sind, sind durchlebt. Und so wusste auch Paul Gerhardt mit etwas über 40 Jahren, wie es ist, wenn man kranken Herzens ist, wenn die Wege kaum zu finden sind. Als er 11 Jahre alt war, begann der 30-jährige Krieg. Der hat fast die Hälfte seines Lebens bestimmt. Mit 12 Jahren verlor er seine Mutter, mit 14 Jahren verlor er seinen Vater. Mit 19 überlebte er eine schwere Pestepidemie, die seine Heimatstadt heimsuchte. Und während und nach seinem Theologiestudium schlug er sich als Hauslehrer durch. Erst mit über 40 Jahren und er nahm er seine ersten Schritte als Gemeindepfarrer in Mittenwalde. Aber auch da war die Zeit noch unsicher, weil das Leiden des Krieges erst ein Ende gefunden hatten gerade. Die Spuren des Krieges und der Zerstörung waren noch allgegenwärtig. Doch vorsichtige Anfänge blühten auf. Die ersten Felder werden wieder bestellt, Häuser werden wieder aufgebaut. Und Paul Gerhardt gibt in seinem Lied weiter, was er in den Jahren der Not für eine Erfahrung gemacht hat, nämlich sich selbst und seine Wege Gott anzuvertrauen. Gott, der die Natur, der den Himmel lenkt, er wird auch unserem Leben eine rechte Bahn geben, auch unserem Sterben. Und so heißt es dann im letzten Vers, mach End, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not, stärk unsere Füße und Hände und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und Treue empfohlen sein, so gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Und wie mein Großvater immer sagte, Gott befohlen, Ihnen eine gesegnete Passionszeit.
lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er wie ihm gebühret mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Stärk unser Fuß und Hände und lass bis in den Tod und allzeit deiner Pflege und treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel.